Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglerum zu einem neuen Part. Super Mario 3D Land mit dem Zwergenfürst. Der letzte Part war ein bisschen chaotisch. Ich hoffe, dieser Part wird ein bisschen besser. Ich nehme es am Stück auf, weil ich in der Vorproduktion bin. Ja, auf jeden. Dann hauen wir mal rein mit Welt Spezial 2.1. Auf geht's. Superb. Und da sind wir wieder ganz klein. Irgendwo ein Item, was wir benutzen könnten. Nein. Aber wir sind in einer Wolkenstadt. In einer hohen. In dem wir sofort fehlen. So, runterfallen sollte man hier nach Möglichkeit nicht. Ua, okay. Concentration. Wenn wir hier runterfallen, dann ist das ein bisschen. Na, so optimal. Okay, die Stampen verpasst. Das ist schon mal schlecht, aber die werden oft genug fehlen. Das heißt, wir haben noch die Möglichkeit, die Stampen abzuholen. Das garantiere ich euch, dass wir hier nochmal fehlen werden. Wie oft weiß ich nicht, aber wir werden hier nochmal fehlen. Garantiert. Soweit ich der Zwergfürst bin, werden wir hier nochmal fehlen. Zack, 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 zack. Ich mache hier alle. Uha. Da habe ich gleich mal die Blume verlegt. Ja, wir werden hier unbedingt nochmal fehlen. Ja. Da habt ihr mal keine Sorge. Fails sind hier vorprogrammiert. Und hier habe ich eine neue Blume. Eine Feuerblume. Vor allem hier in den luftigen Levels. Da ist ein Fail. Ja. Garantie. Starcoin. Wenigstens die zweite Mal einkassiert. Huha, das sah schon knapp aus. Zack. Sieht aber gerade sehr gut aus. Sieht nicht sehr nach Fails aus, aber... Okay. Uha. Okay, da ist schon die Zielfahne. Okay. Okay. Starcoin Nummer 3. Die ist wahrscheinlich hier am Zielfahren, oder? Wäre ruhig, wenn sie es nicht wäre. Wenn sie irgendwo anders wäre, hätte sie übersehen. Da ist sie. Ich glaube, da brauchen wir Tanuki, um da hochzukommen, oder? Ja, brauchen wir Tanuki. Ja, komm, ich gehe dann gleich nochmal rein und hole die ersten und die letzte. So, erstmal geschafft hier. Ich hole mir einen Tanuki und dann gehe ich da nochmal ran. Speichervorgang mit Mario. Wieder. Hier ein Haus. Zum Glück können wir hier über die Levels drüber. Hier mal ein Tanuki. Hoffentlich ist auch einer drin. Bitte gib mir einen Tanuki. Ich brauche einen Tanuki. Ja, danke schön. Das kann ich gebrauchen. Danke für das Tanuki Toad. Dankeschön. So, dann können wir wieder zurück in das Level und uns die Starcoins holen. Hoffentlich können wir uns irgendwie den Tanuki aufheben bis zum Schluss. Das Starcoin. Und deshalb mache ich das mal so hier. Damit ich das nicht versaue. Okay, weiter hier. Weiter, weiter, weiter. Voran. Komm, erstes Starcoin. Die kriegen wir. Die kriegen wir. Komm. Weiter. Zack. So hier. Ist auch noch ein Scoring-Level, habe ich vorher gar nicht bemerkt. Das ist schön. Scoring-Level sind doch immer die besten. Das macht das Ganze noch besser. Benutzerfreundlicher. So, hier mal inkassieren. Da gibt es ein Leben für. Noch. Leben des Todes, wenn ich dem nachgefolgt wäre. Uha. Hätte der mich in den sicheren Tod geführt. Uha. Ah. Hat mich aber auch in den Tod gefühlt. Geführt. Reden kann ich auch nicht mehr. Beste Voraussetzung für einen Let's Play. So. Muss man schon irgendwie reden können. Zumindest ein bisschen.
um ein Let's Play zu machen. So die Standard-Mindestvoraussetzung für einen Let's Player, dass er reden kann. So. Dürfte schon sein, oder? Wie cool. Die Linie hält ihn davon ab, mich abzufeuern. Ich mag die Linie. Nein, ich hole mir das nicht. Nein. Okay, tue ich doch. Ich dachte, das Scoring Level killt mich, wenn ich die hole. Zack, hier hoch. Huha, jetzt nur noch bestehen bis zur letzten Starcoin. Die zweite haben wir uns schon gesichert. Nein, ich habe den Tanuki versaut. Fehler. Na, ich bekomme hier in diesem Level keinen Tanuki. Mann, vielleicht können wir uns erstmal die erste Starcoin sichern und dann holen wir uns die zweite. Ist aber auch blöd, dass man hier einen Tanuki für braucht. Bin mir sicher, dass man dafür einen Tanuki braucht, weil da kommt man auch nicht ran ohne Tanuki. Nee, kommt man nicht. Unmöglich. Na komm, sichern wir uns erstmal die erste. Die habe ich gerade geholt. Jetzt aber ab an den Zielpfahl. Hm, nice auf Strich. Hier gibt es nur ein Leben. Sollte man es schaffen. Und das Leben bekomme ich selbst nicht. Das ist mir nicht ermöglicht. Und dazu bin ich zu langsam. Nicht zu weit hinaus hüpfen. Okay, da gibt es auch noch eine Blume. Schade. Schade, schade. Warum bietet man nicht den Tanuki an in diesem Level? Das wäre doch Mindestmaß, was man machen könnte. Den Tanuki anbieten, weil man ihn am Ende für die Starcoin braucht. Nö. Wieso denn auch? Achtung, Mario, Scoring Level. Streng dich an. Das Scoring Level killt dich gleich. Zack. Ups, hier hoch. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Macht es einem wirklich ein bisschen schwer. Okay, hier hört das Scoring Level auf. Ja, da komme ich wirklich nicht hoch. Kannst mal versuchen mit Wandsprung oder so, aber. Könnte ein bisschen schwierig werden. Ja. Ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Mit Tanuki schafft man das, aber so alleine. Na komm. Mit Anlauf? Nee, das wird nichts. Wird nichts, meine lieben Leute. Das wird nichts. Lohnen wir uns Tanuki. Da sind wir angekommen. Hier einmal den Tanukilchen. So, das wäre blöd gewesen, wenn wir den jetzt von der Blume versaut bekommen hätten. Und springen! Ah! Okay. Was? Nicht möglich? Komm, mit Tanuki muss das doch möglich sein. Komm. Ja, komm. Zack. Was? Nicht? Verarsch mich nicht. Im Ernst? Hier irgendwie zwischendurch? Dein Ernst, Nintendo? Muss doch machbar sein. Da muss man doch irgendwie hochkommen. Mit Tanuki wenigstens. Hallo? Ihr seht's doch selbst. Tja. Ich komme nicht hoch. Und die Zeit wird knapp. Komm. Ja, nice. Ich bin oben. Oh. Aber hallo. Sehr anstrengend, also. Hier ist noch die goldene Fahne, die goldene Fahne, die goldene Fahne. Nice. Okay. Endlich mal geschafft. Das Level. Huha. Na denn. Level 2. Wild S2. Auf geht's. Die wollen wir auch heute noch schaffen. Komm, kriegen wir hin. Die Zeit ist knapp, die Zeit ist knapp, komm. Wir müssen die Uhren sammeln. Uhren sind unser wichtigstes Gut in solchen Levels. Den Tanuki habe ich noch dran. Okay, holen wir uns die Uhren und durch die Röhre, durch die Röhre, durch die Röhre, Mario, durch die Röhre. Da hinauf. Okay, die Uhr eingecheckt. Noch eine Uhr. Und runtertauchen. Oh, solche Time-Levels. Die nerven mich extrem.
Ich will nicht gehetzt werden, nein, ich will nicht gehetzt werden. Bei Spielen darf man mich nicht hetzen. Das ist schlecht. Habe ich im letzten Part schon oft verkackt. Aufgrund von Hetze. Hetzerei und aufgrund von Stress. Na komm, diese Uhr brauche ich. Wo ist denn die? Dreidimensionell. Okay, hier. Da ist sie. Da war sie. Und jetzt sind wir wieder oben. An der frischen Luft. Wollen wir uns noch eine Uhr. Und weiter. Ist doch einigermaßen entspannt aus diesem Level bisher. Die Zeit reicht auch halbwegs aus. Das ist doch gut. Das ist doch mal toll. Okay, eine Starcoin haben wir so schon. Die zweite liegt dort, wie es ausschaut. Könnte sogar mal ein entspanntes Level werden. Nach dem letzten Part. Da muss ich runter. Muss ich da runter? Nein, muss ich nicht, aber da liegen zwei Uhren. Also, ich gönn's mir mal. Und hier wieder hoch. Ich glaube, da war mal was Wichtiges im Original-Level. Das sind jetzt hier nachgebaute Level. Nach den normalen Welten, nach den nicht Spezialwelten. Und Special sagen und Spezial. Konnte mich nicht entscheiden und habe beides gesagt. Na komm. Das noch. Zeit ist knapp, aber die kriegen wir. Jo, ein drittes Starcoin. Und rein da. Die Münzen. Die sind uns herzlich egal. Und die Fahne. Sogar eins. Ab. One up. Und goldene Fahne. Nice. Das war mal ein nices Level. Muss auch mal zur Abwechslung geben. Solche guten Level. Und das nächste wird wieder schwerer. Spezialwelt 2, 3. Auf geht's. Das schaffen wir heute noch. Ach nee, nicht diese Dinger schon wieder. Ach, die mag ich doch ganz gerne. Die sind doch auch super. Mann. Ich könnte auf sowas verzichten. Was macht auch irgendwie den Reiz des Spiels aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Also irgendwie ist es nervig, aber irgendwie ist es auch toll, dass das im Spiel drin ist. Oh nein, nicht diese Dinger schon wieder. Oh nein. Die mag ich ganz besonders. Ha. Ha, das Item können wir uns knicken. Können wir knicken. Uns knicken? Nee, nicht die richtige Form. Huh, rüber da. Hier kann man sehr leicht fehlen, wenn man runterfällt. Ha, zacken. Spitzen. Toter Mario. Uha. 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 Stoppen. Und weiter. Ha. Okay. Harte Aufgabe. Hier nicht zu fällen. Erst Starcoin. Huha. Überstanden. Und die Checkpoint-Fahne. Huha. Das ist schon mal ein gutes Ziel, die Checkpoint-Fahne zu erreichen. Wah! Hier geht's runter. Joa. Wie, hier ist nichts Gutes drin. Oha, da ist absolut nichts Gutes drin. Ja, das war jetzt eine Arschaktion. Vom Spiel. Ah! Aktion von mir. Na, hier drauf. Huha. Huha, huha, huha. Genau. Da. Nein, da wollen wir nicht hinter. Da ist nur ein Giftpilz drin. Da fallen wir nicht ein zweites Mal drauf rein. Ja. Ha, auf der falschen Taste. Muss man schon auf die richtige Taste springen. Huh. Hohe Anforderungen im Spiel. Aber die bewältigen wir dann doch irgendwie. Wir haben noch ein Leben. Na, was soll denn das werden? Das soll das werden. Huh, springen! Mario, springen! Na, wir haben da noch einen nächsten Versuch. Oh, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Uah! Gut. Null Leben. Und jetzt verkacke. Game over. Müssen wir wieder von vorne starten. Also, mit diesem Level von vorne. Was nicht ganz so wild wäre, aber auch nicht gerade schön.
nochmal von vorne sein. Ja, dein Schicksal will es so. Oder mein Skill will es so. Mein mangelnder Skill. Ja, da ist ja selbst dran schuld. Hops, hier drüber. Nein, davon werde ich nicht getroffen. Nicht heute. Nicht in diesem Moment. Komm, bis zur Checkpoint schaffen wir's. Wir überleben. Okay, hier weiter. Bisschen verschnaufen. Puh. Was kommt hier? Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, die Wasserstrahle hier. Wasserstrahls. Die sind auch ein bisschen knifflig. Ein little bit knifflig. Okay, das war ein Fail. Hier hoch und Sprung, Mario, Sprung. Ah. Ich glaube, hier müssen wir ganz hinten drauf. Also hier so gefährlich drauf. Ach, ich schaff's trotzdem nicht. Wow, okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe einen Tanuki. Das ist praktisch hier, weil da kann ich ein bisschen länger schweben hier. Okay, sowas hier machen. Ja, zack. Das ist hier sehr praktisch, wenn ich hier nicht rüberkomme. Ah, das ist natürlich auch, ja, da ist das natürlich auch unnütze. Da ist auch wurscht, ob du den Tanuki hast oder nicht. Wenn du da runterfällst. Na, was soll's. Vielleicht geht's auch ohne Tanuki. Das glaube ich zwar nicht, aber das mag ich zu bezweifeln, aber bei meinem Skill, huha, dann wird's kaum ohne Tanuki gehen. Ich streng mich an. Ich streng mich immer weiter an. Ich gebe mein Bestes. Fast runtergefallen. Alter, Alter. Ich brauche erstmal eine Stresstherapie, wenn das hier vorbei ist. Meine Fresse. Soll ich hier mal ein bisschen ausbalancieren? Nein, das war nix. Muss man ein bisschen weiter hinter. Nein, 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 nicht runterfallen. Nein, 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 nein. Ah, das war auch nichts. Komm, komm, komm. Ja. Lass das, ich hasse das. Lass das, ich hasse das. Jetzt. Ah, juhu. Endlich. Endlich weitergekommen. Jetzt nichts versemmeln. Jetzt nichts versemmeln. Nein, das wäre kacke auf den letzten Metern. Nee, das würde ich mir wirklich übel nehmen, wenn ich jetzt verkacken würde. Nee, was soll denn das sein? Die Brüder hier. Und abspringen. Ha! Rein in die Röhre. Rein in die Röhre, Mario. Bloß nicht weiterspringen. Och nö. Ist noch so eine Aktion hier. Zack, 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 zack. Nicht so kurz vor der Endflagge. Oh. Nur eine Starcoin, aber was soll es? Level geschafft. Wow. Ich mach die Starcoins offscreen. Haut drin. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Ja, ich mache jetzt eine Pause. Bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Gehabt euch wohl.